Eine Frage, die immer wieder kommt von Bauherren und Modernisieren, ist die nach der Verglasung. Die Kunden wollen wissen, was für ihr Projekt besser ist, Zweifach- oder Dreifachverglasung. Und wie oft im Leben ist auch hier die Antwort, es kommt drauf an. Zum einen kommt es drauf an, möchte ich maximal Lichteinfall in der Wohnung, möchte ich einen maximalen Energiegewinn, möchte ich mit der Verglasung einen optimalen Komfort, möchte ich ein möglichst geringes Gewicht, damit der Fensterflügel geschont wird? Kommt es vielleicht auf den Preis drauf an? Muss das Fenster möglichst preisgünstig sein? Möchte der Kunde eine Förderung? Möchte er eine maximale Wärmedämmung? Oder legt er Wert auf die optimale Energiebilanz? Der Beitrag heute befasst sich mit der Energiebilanz. Und in diesem Zusammenhang, in Verbindung mit neuen Fenstern, und Verglasungen gibt es eine Kennzahl, die lautet UW-Äquivalent. Und bei dieser Kennzahl werden einfach die Energieverluste mit den Energiegewinnen verrechnet, quasi gegenübergestellt. Es wird bilanziert. Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle den Film zum U-Wert Teil 1 und Teil 2 gesehen haben. Dort haben wir die Kennzahlen schon mal besprochen. Und Sie kennen alle sicherlich inzwischen schon den UW-Wert. Der UW-Wert des Fensters gibt an, wie groß der Wärmestrom von der warmen zur kalten Seite ist. Also quasi die Wärmeverluste über das komplette Fenster, Rahmen und Scheibe. Und mit diesen Wärmeverlusten stellen wir nun gegenüber den solaren Eintrag. Weil das Fenster ist das einzige Bauteil in der Fassade, das auch Energie gewinnt, nämlich die Sonnenenergie, die von außen auf die Scheibe auftrifft und nach innen weitergeleitet wird. Von den Wärmeverlusten ziehen wir nun die solaren Einträge ab. Ich zeichne das mal hier ein in Form einer Sonne, weil der solare Eintrag kommt ja über die Sonne, ist quasi die Sonnenenergie. Und der solare Eintrag wird nun berechnet, je nach Himmelsrichtung und ob das Fenster jetzt nach Süden ausgerichtet ist oder nach Norden oder nach Westen oder Osten. Da gibt es genau Kennzahlen, die sind dann in der Norm festgelegt. Und für Südorientierung können wir hier einen Wert ansetzen von 2,1 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und dieser solare Eintrag wird nun mit dem G-Wert der Fensterscheibe, also mit dem Energiegewinnfaktor der Fensterscheibe, multipliziert. Bei Zweifachverglasung haben wir einen G-Wert von rund 64%. Also müsste man hier 2,1 mal 0,64 rechnen und hätte dann den solaren Eintrag. In diesem Fall gibt es einen solaren Eintrag von 1,34 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und wenn wir jetzt einen UW-Wert haben, und ich nehme jetzt mal ein gutes Standardfenster mit Zweifachglas und einem UW-Wert von 1,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin, wenn wir davon jetzt diese 1,34 abziehen, dann kommen wir auf einen Wert von minus 0,14 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Das heißt, wir haben einen negativen U-Wert. Das bedeutet, dass dieses Fenster mit dieser Verglasung und diesem G-Wert von 64% mehr Energie gewinnt, als es verliert. Wir haben quasi ein kleines Kraftwerk, das uns Energie bringt. Und wenn ich jetzt das Ganze rechne mit einer Dreifachverglasung und nehme dort einen UG-Wert, Dreifachverglasung kriegen Sie an unterschiedlichen UG-Werten. Ich nehme jetzt einfach mal einen UG-Wert von 0,7 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Ja. Dann haben wir hier einen UW-Wert von minus 0,19 Watt pro Quadratmeter Kelvin und nehme ich eine Verglasung mit UG 0,6 Watt pro Quadratmeter Kelvin, kommen wir hier auf minus 0,25. Ja,
Nochmal zum Vergleich, die Zweifachverglasung hatte minus 0,14 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und wenn ich jetzt nun dem Kunden eine Antwort geben müsste, bezogen auf die Energiebilanz, dann lautet die Antwort, Sie können sich sicherlich schon denken, Dreifachverglasung bezogen auf die Energiebilanz ist besser als Zweifachverglasung. In Teil 2 und 3 werden wir den Komfort und die Lichttransmission näher unter die Lupe nehmen. Es werden also weitere Filme folgen. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie keinen Beitrag verpassen möchten, dass Sie diesen Kanal auf YouTube abonnieren. Sie finden uns aber auch auf Instagram oder auf unserer Homepage unter www.hilsinger.de/tipps. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Fensterkauf. Vielen Dank.